Saiyajins Stolz. Parallelquest Nummer 9. Besiege Son Goku mit Vegetas Gesundheit über 50% schaffen. Und wenn wir das erfüllt haben, dann belebt sich Son Goku sozusagen wieder. Und hier könnten wir auch die 20-fache Kaioken kriegen. Habe ich noch nicht bekommen, leider. Aber man kann sie kriegen. So, wie man die kriegt, das hängt, ich vermute mal, von Zufall ab. Einfach, je besser man kämpft, desto wahrscheinlicher ist es. So vermute ich, es war zumindest bei den anderen Parallelquests auch so, dass ich es mit der früher oder später auf jeden Fall bekommen habe. Spätestens nach dem dritten Versuch oder so. Ja, und das ist jetzt hier, naja, egal. Saiyajin Stolz, Attacke! Ich könnte auch eigentlich zur Abwechslung meinen anderen Charakter nehmen, aber nein. Vielleicht später. Ja, Saiyajin Stolz, besiege Son Goku. So, bei den kleinen Malen konzentriere ich mich zuerst auf Krillin. Zack. Ja, flieg weg, Krillin. Kampfpose! F! So, jetzt erleiden wir erstmal keinen Schaden, sondern der Schaden wird von unserer Ausdauer sozusagen verringert. So, diese Technik muss ich ja so oft wie möglich jetzt benutzen, wegen Ginyos Sonderbedingungen, damit wir sein Training absolviert haben. Und Son Gohan, du bist der Nächste, aber vorher Kampfpose! F! Punkt. Und mach Schlag, verdammt. Ausrüstung haben wir erhalten. Halleluja, bin ich gespannt, was wir da bekommen haben. Und eine Fähigkeit. Oh, sehr gut. Okay, Son Goku. Kampfhose F. Oing. Ah, fuck. Aber meine Kampfhose hat bewiesen, dass ich keinen Schaden erlitten habe, sondern dass von meiner Ausdauer abgezogen wurde. Und mach Schlag! Ups. Nein! Er hat meine Kampfpose vernichtet! Beziehungsweise ruiniert! Unerbittlicher Safe dafür! Ah, lass Vegeta in Ruhe, er braucht mehr als 50% seines Lebens! Ach Gott! Schwierig zu steuern, oder? Jetzt aber, Kampfpose! Und Kamehameha! Gleich nochmal, aber voll aufgeladen! Und Finisher, Ausrüstung erhalten! Und geschafft! Warte mal, wir haben doch alle. Wir haben doch die ganzen Bedingungen erfüllt, was soll die Scheiße? Vielleicht muss man auch einen gewissen Rang dafür bekommen? Naja, wir haben dafür Blitzhieb, Geisterexplosion und Masenko bekommen. Es hat sich trotzdem gelohnt, weil wir gewisse Fähigkeiten bekommen haben. Aber warum kam Son Goku nicht mit der 20-fachen Kaioken? Das ist mir doch schon mal gelungen. Ey, wollt mich doch verarschen. Egal, machen wir halt die Mission nochmal. Oh, was sehe ich denn da? Ginyos, wir können, sag schon, die nächste Aufgabe von Ginyo erfüllen. Machen wir vorher das. Willst du das Ginyo-Kommando-Training 2 absolvieren? Dieses Spezialtraining ist wie eine Willkommensparty für dich. Das heißt aber nicht, dass es kalte Getränke und Salzstangen gibt. Wir teilen das Kommando in zwei Teams und dann wird gekämpft. Team A sind ich, du und Guldo. Team B sind Rico, Bata und Jis. Ein Kampf, 3 gegen 3. Wenn wir gewinnen, bringe ich dir eine neue Fähigkeit bei. Okay. Alles klar, dann bekomme ich wahrscheinlich Kampfpose A. Nimmer.
So, einfach so schnell wie möglich alle besiegen. So, warte! Upsala. Eigentlich wollte ich, verdammt! Eine andere Technik anwenden. Aber habe ich klassischerweise verdrückt, aber trotzdem irgendwie hat es ja geklappt. Ah, Rico! Aus! Oh, nice! Au, au, au! Setzen wir diese Technik ein. Ich muss auf jeden Fall das Streukamera gleich ändern, weil ich mag die Technik nicht. Also an sich, die ist cool, aber die Trefferquote ist einfach viel zu gering bei der Technik, wie ich finde. Sag ich mal. Au, 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 wenn ich dürfte. Streukamera! Er schießt nämlich nur zu diesen kleinen Radius ab. Mit anderen Worten, man kann zu leicht bei der Technik flüchten. Haha, Rikom, hast mich nicht erwischt. Ja, Streukamera! Siehst du? Siehst du, das war irgendwo am Arsch der Welt. Also, uncool. Nein! Ja! Macht Schlag! Erwischt! Du meinst auch. Au, au. Versuchen wir diese Streukamera nochmal. Und diesmal hat es funktioniert. Mehr oder weniger. Au, 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 au. Nein. Boah, ich krieg gerade ein bisschen auf die Fresse. Eine Energiekapsel ist da vielleicht nicht unbedingt Pflicht, aber zu empfehlen. Oh, unmöglicher Safe. Es hat nicht gereicht. Eine Unverschämtheit, aber das hat gereicht. Gereicht, so. Und nun zu dir, Rikom, du bist der Letzte. Ach! Ist mir schon wieder nicht gelungen. Nicht mehr lange. Nein. Autsch. Das hat weh. Was wir müssen. Oh, ein bisschen erstmal hier aufladen. Au, 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 au. Und. Es hat gereicht. Du hast dich gut gegen sie geschlagen. Du hast wirklich Kampfgeist. Oh, sammeln wir hier die Leichen? Im schönen dunklen Tunnel. Ah, noch ein Rang B. Na gut. Kampfpose A. Netter Kampf, wir gewinnen. Jetzt können wir bessere Freunde sein. Du hast übrigens gerade Kampfpose A gelernt. Nimmst du diese Kampfpose im Kampf ein, erhöhen sich deine Kampfwerte. Und nicht nur das, es sieht echt cool aus. Sammle echte Kampferfahrung, dann führe ich dich durchs Training. Freu dich drauf. Okay. Du scheinst hart zu trainieren. Ich weiß, ich gebe dir ein besonderes Geschenk. Es ist ein Geheimnis. Jeez und Guldo sind sehr nachtragend. Okay, eine Mischkapsel haben wir bekommen. So, Fähigkeiten ändern. Kampfpose A, da haben wir es ja. Kann ich irgendwelche Attribute eigentlich erhöhen? Nein.
Na, versuchen wir halt in der Parallelquest den Saiyajin stolz nochmal. Hoffentlich klappt das jetzt. Mhm. Kampfpose A! Was macht das? Es wurde verhindert! So wie so eine Energiekugel! Krillin! Du regst mich auf! Ah, das Streukammermeer wollte ich erinnern. Scheiße! Egal! Spüre deine eigene Technik, Krillin! Die nicht getroffen hat! Kampfpose A! Oh, komm her! Na! Und? Erwischt! Auch eine Ausrüstung dafür bekommen. Komm her, Son Goku. Okay, Son Goku konzentriert sich auf Vegeta. Ich nutze mal die Zeit und lade mein Ki auf. Und Kampfpose. Ach, komm schon. Von nicht getroffen. Das ist eine Lüge. Dann halt diese Technik. Die hat ja auch nichts abgezogen. Das meine ich. Ich mag die Technik nicht. Dann halt eben so auf die alte Schule. Und? Ich muss dringend diese Technik ändern. Verlassen. Nein! Egal, die Technik trifft. Erledigt! Ja, wir haben es geschafft. Er kommt mit der 20-fachen Kaioken. Da ist er! Also müssen wir ihn ganz normal besiegen. Boah, Vegeta hat ja plötzlich richtig viel Leben verloren. Nein! Ah, Streukammermeer! Na! Jetzt hat man es ganz deutlich gesehen. Diese Technik kann man einfach zu leicht ausweichen. Na! Upsala! Jetzt wollte ich die andere Technik eigentlich anwenden. Na, ah, das war nix. Naja, minimal getroffen eventuell. Nicht mit mir!
Vegeta. Sieht kritisch aus. Dammit! Alter, komm her! Nein. Wie der mich gerade aufregt. Nein, oh, Alter. Mein Leben. Nein! Nein! Vegeta! Verliert doch nicht! Ah, jetzt bin ich sauer. So, Ginyu. Du hast mir nichts zu sagen. Gut, ignorieren wir dich. So, Fähigkeiten ändern. Was? Ich weiß, dass Urlaubsauslöschung eine coole Technik war. Nehme ich die wieder zurück? Ja, ich nehme die zurück. Kämpfe mit dem, was man kennt. Und. Machtschlag ändere ich. Das, die Technik war auch scheiße. Masenko. Blitzhieb? Orang-Kombo war doch extrem geil, die Technik. Statt Kamehameha nehme ich Masenko mit. So. Und auf einen Neuversuch. Das kann doch nicht sein. Ich habe es schon mal geschafft. Da werde ich es ja wohl jetzt wieder schaffen. Insbesondere, weil ich jetzt ein paar Level höher bin. Stimmt, da stand es gerade. Wenn Vegeta besiegt wird, ist das eine glatte Niederlage. Und? Na, ah, Krillin! Dammit! Wo ist Team Gohan? Ach, da, Son Gohan, Kid. Und? Es wird Zeit, deinen Urlaub auszulöschen, Kleiner! Boom! So. Upsala! Jetzt bin ich die falsche Taste. Auf die Home-Taste bin ich gekommen, so. Naja, was soll's. Kampfpose! Ah! Oh, Urlaubs! Auslöschung! Und Orang-Kombo! Bislang meine Lieblingstechnik, muss man sagen. Und? Masenko! Voll nicht
getroffen. Verdammt. Aber dafür trifft das. Hä? Was soll die Scheiße jetzt? Schutzcharakter TP 80%. Wir haben doch. Irgendwie regt mich das auf. Ein Levelaufstieg auf jeden Fall. Krillins Mütze bekommen. Toll. Bringt uns nichts weiter. Alter. Es regt mich gerade ein wenig auf. Machen alle Bedingungen richtig? Bin ich der Meinung? Und dann kommt so ein Affen. Ah! Ausrüstung. Haben wir nicht gerade die Mütze von Krillin bekommen oder können wir das nicht aus? Anscheinend können wir nicht. Egal. Attribute boosten. Grundschaden, los. Da volle Power rein da. Das kann ich nicht auf mich sitzen lassen. Das Krillin jetzt diese Technik von. Ah, da war sie ja gerade. Alles gut. Kampfpose! Krillin! Ach Mann! Geht doch! Oh, besiegen wir dich jetzt! Wo ging das hin? Und warum fokussiere ich? Hä? So, weiter geht's. Kleine Unterbrechung. Oh, Krillin! Der regt mich gerade total auf. Ich will unbedingt ihn mit so einer Technik hier besiegen. Alter! Pack ihn, dankeschön. Kampfpose. Und los geht's. Und hoffentlich tut das. Jawohl. Und? Wenn ich ihn nicht treffe? Ich will mit dieser Technik besiegen. Unbedingt. Und? Ja! Na also! Oh,
Ah, Vegeta, du darfst nicht sterben. Hast du verstanden? Upsala. Ich habe die falsche Taste gedrückt, aber trotzdem habe ich mit den Orang-Kombo ja was getroffen. Versuchen wir es. Wie? Wie der mich damit aufregt mit dieser Technik, ne? Insbesondere bei der K.O. dürfte das an der Ausdauer nicht so viel sein. Schon wieder! Mach mal halb lang! Wie geht, Alter? Insbesondere ich kann nichts machen. Wie geht, Alter? Wack ist ja nicht zu sterben, hast du gehört? Nein, nein, nein. Ja. Nein. Was bist du für eine Pfeife, Vegeta? Ah, ruhig Blut. Ruhig Blut. An sich, die Mission kann doch nicht so schwer sein. Ich hab die doch schon mal geschafft. Ich nehme jetzt mal einen anderen Charakter. Vielleicht hilft's. Vielleicht unseren Vegeta? Ich nehme jetzt mal unseren Vegeta. Also, ich nehme jetzt Vegeta, weil der Vegeta gleich, der ist eine Vollpfeife. Ich kenne jetzt zwar seine Technik nicht, was blöd ist. Aber. Nachbildvolle Kraftattacke. Und Explosionsvoll. Oh Gott. Hätte ich bloß meinen Charakter behalten. Aber ach so. Okay, das ist also zum Key aufladen. Und boom. Okay. Autsch. Dann gar den Strahl. Wie hat das einfach abwehrt? Komm her. Boom. Es ist sehr irritierend, wenn dir zwei Vegetas auf dem Spielfeld sind. Muss ich echt sagen. Mhm. Zack!
Und? Das war mal so wirkungslos. Besser. Aber immer noch nicht gut. Goku hat mich gepackt. Eine Unverschämtheit ist das. Und? Damit? Ja. Ich fasse es nicht. Ich fasse das nicht. Ich kriege gerade extremst die Krise und auch schlechte Laune. Ich erfülle alle Bedingungen, es passiert gar nichts. Ich nehme wieder meinen Charakter. Aber... Nee. Ja, kümmern wir uns erstmal um das Kind hier. Ah, bleib hier, Feigling. Boom! Urlaub ist für dich zu Ende, Kleiner. Ah, bist du wohl. Und? Ben wir's. Vegeta, schlag ihn doch nicht ständig weg! Hoffentlich treffe ich. Natürlich nicht. Komm schon, jetzt aber! Ja! Ich will. Bei allen Respekt. Ich habe keinen Bock mehr.
Das kann's doch nicht sein! Die ganze Zeit funktioniert es. Ich erfülle alle Bedingungen richtig. Und kannst mir nicht erzählen, dass das auch nur reiner Zufall ist, Ginyu. Nein, ich will nichts über Rikum wissen. Langsam wird's lächerlich. Wenn das jetzt nicht funktioniert, dann nehme ich noch zwei Kompartner mit mir. Oh! Oh, mit den Orang-Kombo beide getroffen. Das ist geil. Und? Krillin! Das ist dein Ende! Irgendwie ist das Masenko auch verflucht. Gut, das ist eine Dämonentechnik, aber... Komm, ich will damit treffen! Hab ich getroffen? Schon mal. Ja, diesmal habe ich getroffen. Kampfpose! Ah! Perfekt, während Son Goku kommt. Haben eigentlich erwartet, dass Masenko trifft. Und? Reicht das? Nein, reicht nicht ganz. Aber ein Riesenvorsprung. Okay. Nun wird's ernst. Sehr ernst. Alter, was war das denn? Ich habe auf jeden Fall das Geräusch von einem Kamehameha gehört, aber genau realisiert, was das war, habe ich es nicht. Natürlich. Ja, wie er einfach mal Masenko blockt. Und dann noch sowas. Da war schon wieder. Junge! Wie oft kannst du diese Technik denn anwenden? Das gibt's doch nicht! Halt die Fresse! Vegeta ist schon fast tot. Alter. Ah! Hallo Ginyu, kommst du zur Hilfe? Viel zu spät! Vegeta ist schon nahezu tot. Ich kriege Kopfschmerzen und ich kriege die Krätze. Was ist denn das? Das Schlimme daran ist, dass ich das bei meinem ersten Versuch, natürlich nicht in Aufnahme, ich kann es nicht beweisen, aber das Schlimme ist, dass ich es beim ersten Versuch locker geschafft habe.
Jetzt bin ich grob geschätzt 2-3 Levels höher und ich krieg's einfach nicht geschissen. Das nur, weil Vegeta ständig abkratzt. So, ich nehme jetzt 2 Gefährten mit. Sergeant Stolz. Es kann nicht sein, dass ich wertvolle Stunden nur wegen dieser einen Mission sitze. So, für mich. Nehme ihn noch mit. Und Piccolo. Wieso, weshalb, warum? Ist mir Jacke wie Hose, ich will den einfach dabei haben jetzt. Vielleicht im Unterbewusstsein, weil wir ein Namek sind und er ist Namekiana, ich weiß es nicht. Und jetzt krieg ich von Kredit auf die Fresse. Hey, bleib doch stehen, du Ratte! Natürlich. Ich fasse das nicht. Der zweite K.O. Jetzt fängt dieser Son Goku auch mit dieser Technik an. Alter, hier ist so viel Scheiße los, Alter. Ich fasse es nicht. Die Technik trifft einfach nicht. Ich fasse es nicht. Goku, wenn ich noch einmal diese Technik von dir sehe, ich schwöre bei Gott, ich raste aus. Okay, aber wenigstens kommt hier auch so dieser Son Goku. Mit anderen Worten, man kann es so machen. Es funktioniert. Oh. Natürlich! Natürlich! Alter, wie der mich aufregt! Energiekapsel, sicher, sicher. Zweimal hintereinander setzt er die Technik ein. Was für ein Arschloch. Oh, endlich, endlich geschafft. Oh.
Und wenn ich diese 20-fache Kaioken... Na, habe ich nicht bekommen. Egal. Kann man hier kriegen, das ist, nicht das Thema, aber wir haben es auf jeden Fall jetzt geschafft. So, als Beweis gehe ich nochmal gucken. Oh, ich will gar nicht wissen, wie lange die Aufnahme ist. Man merkt vielleicht am Ende, dass ich nicht mehr gerade die Lust hatte zu reden. Oh, dann ist Beklo. Zu spät, nun bin ich Genius, Schüler. Also wir haben es ja auf jeden Fall geschafft. Ich hatte es ja vorher geschafft, aber... So, und die einzige Technik, die uns hier fehlt, ist halt die 20-fache Kaioken. Die kriegt man hier, man muss einfach nur ganz normal spielen. Es ist mehr Zufall, ob man das kriegt oder nicht. So meine Erfahrung in den vergangenen Missionen. Gut, vielen Dank fürs Zugucken. Und Restzeit in Mehrspieler-Lobby 10 Minuten? Wie jetzt? Was hat das denn jetzt zu bedeuten? Dann werden die Server abgestellt oder wie soll ich das verstehen? Keine Ahnung, egal. Vielen Dank fürs Zugucken und wir sehen uns dann in der nächsten Episode wieder. Dann heißt es nämlich Schlag Freezers Armee. Gut, bis dann, ciao.